So, also ich gehe einfach mal davon aus, dass uns alle Teilnehmer hören können. Immerhin über 100 Personen, die sich jetzt wieder eingewählt haben, um an diesem speziellen, aber extrem interessanten Thema teilzunehmen. Und ich freue mich ganz, ganz herzlich, dass die Frau Köppen und die Frau Dr. Keller aus der Universitätsklinik Leipzig sich die Zeit genommen haben, um hier zu dem Thema ECMO bei ARDS was vorzustellen. Wir können hier nicht direkt miteinander kommunizieren, aber alle haben die Möglichkeit, über dieses Bedienpanel die Hand zu heben. Dann weiß ich, dass da jemand was sagen möchte. Aber strategisch günstiger ist es, wenn wir die Fragen ganz am Schluss bearbeiten. Und das heißt, Sie können in diesem Chat Ihre Fragen notieren, die bleiben da drin. Ich merke mir die, solange reicht mein Gedächtnis noch. Und am Ende leite ich die dann weiter an die Referenten. Ja? Jetzt ist die Präsentation auch bei mir angekommen. Also ein bisschen die Toskana braucht es ungefähr 4 Minuten für alles, was sich verändert. Das heißt, mein Schluss findet natürlich auch später statt als der von euch. Na gut, was soll's. Okay, dann freue ich mich erstmal, dass die Frau Köppen und die Frau Keller das Ganze jetzt übernehmen und zu sich selbst dann noch mal ein bisschen was sagen werden. Und Ihnen allen wünsche ich viel, viel Spaß. Okay. Also mein Name ist Silvia Küppen. Ich bin pflegerische Bereichsleitung am Universitätsklinikum Leipzig auf der operativen Intensivstation und beschäftige mich mit dem Thema an sich schon seit über 20 Jahren, auch aus meinem alten Klinikum in Berlin in der Charité. Und habe mich sehr gefreut, Andreas, über deine Anfrage zu dem Thema, weil es tatsächlich irgendwie ja ein sehr relevantes Thema in den letzten Jahren geworden ist. Ja, mein Name ist Maren Keller. Ich komme auch hier aus der Uniklinik Leipzig, bin Oberärztin hier auf der operativen Intensivstation. Ursprünglich auch mal an der Charité gewesen, aber sozusagen mit der ECMO-Therapie jetzt hier die letzten Jahre vor allen Dingen viel Erfahrung gesammelt und natürlich wie fast alle bei den Covid-Patienten. Und wir freuen uns sehr über die Einladung und Ihnen das ganze Thema näher bringen zu dürfen. Gut, die Folien sind zu sehen. Dann fange ich einfach mal an. Ja, ECMO, also extrakorporale Membranoxygenierung beim ARDS. Was ist überhaupt ein ARDS? Damit müssen wir ja erstmal anfangen. Ne? Das A, früher für Adult, jetzt für akutes respiratorisches Distress-Syndrom. Gab es viele Definitionen die letzten Jahre, aber 2012 ist die Berlin-Definition, die bis heute sozusagen führend ist, definiert worden. Da haben sich hochrangige Mediziner getroffen in Berlin und sind zu diesen Kriterien gekommen, die Sie hier sehen. Wichtig ist als erstes das Auftreten. Das ist eine akute Verschlechterung der Oxygenierung. Das muss innerhalb einer Woche auftreten. Das darf nicht über mehrere Wochen sich langsam sozusagen entwickeln. Das zweite ist die Bildgebung. Man muss immer eine Bildgebung haben, ein Röntgen, im besten Fall sogar ein CT, wo man diese bilateralen Verschattungen sieht, also auf beiden Seiten der Lunge. Und die dürfen nicht erklärbar sein durch Ergüsse, einen Kollaps der Lunge oder andere Veränderungen. Als nächstes ist die Edemursache, ja, diese Verschattung. Da ist ganz klar, dass es keine Herzinsuffizienz als Grundlage geben darf. Das muss man vorher ausschließen. Man muss diesen Patienten auch allen ein Echo angedeihen lassen, dass man das quasi damit nicht erklären kann. Danke, es geht jetzt. Dann als nächstes die Oxygenierungsstörung. Ne, das ist das Wichtigste bei dem ARDS der Definition. Und zwar in drei verschiedene Kategorien kann man es einteilen. Ne? Die mild, moderate oder die schwere Oxygenierungsstörung. Als mild ist zu werten, ne, dass also der PaO2 durch FiO2, also wir nennen es immer PF oder Horowitz-Index, unter 300 oder 200 bis 300 Millimeter Hg beträgt. Und ganz wichtig ist bei einem PEEP, wenn der Patient beatmet ist, oder CPAP bei nicht-invasiver Beatmung über 5. Also wenn der PEEP nur auf 3, 2 eingestellt ist und man hat so ein PF-Ratio, dann zählt das nicht. Also man muss vorher die Beatmung so angepasst haben. Dann als nächstes das moderate ARDS ist, wenn quasi dieser PF-Ratio 100 bis 200 beträgt, ebenfalls natürlich beim PEEP gleich größer 5. Und dann kommt das schwere ARDS, worüber wir jetzt hier vor allen Dingen reden, weil da kommt es dann zur Diskussion, ob man eine ECMO-Therapie beginnt oder nicht. Und da ist der PaO2 durch FiO2 unter 100 Millimeter.
Dann geht es weiter. Was für Therapieoptionen beim AIDS haben wir überhaupt? Sie sehen jetzt hier einen Graph, was auf der X-Achse diese PF-Ratio angegeben ist, ne, von 300 bis, ne, nach ganz schlecht natürlich dann unter 50. Und damit auch ein zunehmender Schweregrad des Lungenschadens angesehen werden muss. Und auf der Y-Achse sehen Sie die zunehmenden Therapieoptionen, Intensitäten. Man fängt einfach beim leichten AIDS an und überlegt sich, womit fange ich an? Natürlich, im besten Fall ist der Patient wach. Man kann ihm eine High-Flow-Sauerstofftherapie geben, wie man es gibt und warum. Darum geht es hier heute nicht. Man kann nicht invasive Beatmung anfangen. Das ist natürlich besonders wichtig, solange die Patienten wach sind, dass man sie damit oxygenieren kann. Und dann steht über allem, auch nachher beim moderaten und beim schweren AIDS, da kommen wir auch noch in Ruhe zu, die Fokussonierung. Das steht über allem. Ich muss natürlich meinen Patienten beatmen, er muss genug Sauerstoff bekommen. Ich muss aber auch überlegen, was ist eigentlich die Ursache für mein AIDS? Und in den meisten Fällen ist es doch eine septische Pneumonie, ja, sodass ich die Patienten fokussonieren muss. Man darf aber nicht vergessen, es ist nicht nur die Sepsis als Ursache möglich, sondern es kann auch ein inhalatives Trauma sein, es kann ein schweres Thoraxtrauma sein mit bilateralen Lungenkontusionen und deswegen ein schweres AIDS. Aber meistens ist es doch die Sepsis, deswegen die Fokussanierung hier vor allem im Vordergrund. Als nächstes ist sehr wichtig das Flüssigkeitsmanagement. Man muss sich gut überlegen, dass man diese Patienten vor allen Dingen nicht überwässert. Je mehr Flüssigkeit man ihnen gibt, desto höher ist das Risiko, dass diese Flüssigkeit in der Lunge, ich nenne es einfach mal so, landet und die Oxygenierungsstörung weiter zunimmt. Dafür muss man natürlich die Patienten hemodynamisch überwachen, muss regelmäßig Echokardiografien machen, um zu schauen, dass man natürlich genau den richtigen Weg findet von zu viel Flüssigkeit und zu wenig Flüssigkeit. Und dann ist ganz klar, dieser Balken oben drüber, die lungenprotektive Beatmung, die auch wirklich vom leichten bis zum schweren AIDS ist. Ich muss aufpassen, dass ich meinem Patienten keinen Lungenschaden setze. Das ist ganz klar nach Leitlinie, dass zum Beispiel der Spitzendruck nicht über 30 angehoben werden darf, der Driving Pressure nicht über 15. Das muss man quasi durch alle Stadien sich immer wieder im Hinterkopf behalten. Als nächstes kommt die Piepeinstellung. Da gibt es verschiedene Tabellen, nach denen man es einstellen kann, zum Beispiel nach der ADS-Netzwerktabelle. Da ist so grob, sage ich mal, FiO 205 ist zum Beispiel ein Piep von 16 empfohlen. Und da ist ganz klar, je weniger Sauerstoff mein Patient noch braucht, desto niedriger ist der Piep und ich muss den nach oben immer weiter anpassen. Dann hat sich mein Patient verschlechtert, ist inzwischen intubationspflichtig. Wie mache ich weiter? Da sehen Sie den nächsten grünen Balken, die Bauchlagerung. Da ist ganz klar, da gibt es sehr gute Daten für, da haben wir nachher viele Bilder mitgebracht, erläutern Ihnen das in Ruhe, dass das wirklich wichtig ist, dass man die Patienten nicht einfach liegen lässt, sondern immer wieder mobilisiert und wirklich auf den Bauch auch lagert. Und jetzt kommen wir wirklich zum schweren AIDS. Ja, PaO2 unter 100, also PaO2 durch FiO2 unter 100 als Rescue-Maßnahme, ne, inhalatives Stickstoffmonoxid, ne, das ist das INO, was hier abgekürzt ist, haben einige Zentren wir zum Beispiel auch zur Verfügung. Ganz wichtig ist, es ist aber nicht outcome-relevant, sondern es ist wirklich rein eine Symptomtherapie, sodass man sich erstmal in Anführungszeichen die BGA verschönert und auch nicht alle Patienten hierauf reagieren. Und als letztes dann der kleine Balken, worum es heute gehen soll, ist dann die ECMO-Therapie. Also welche Patienten bekommen diese Therapie und welche Indikationen gibt es, welche Kontraindikationen, welche Komplikationen. Zur ECMO. Ich habe gerade schon kurz angedeutet, dass es relativ gute Daten zur Lagerungstherapie gibt. Was für Daten gibt es eigentlich zur ECMO-Therapie? Die letzten anderthalb Jahre gefühlt machen es alle versuchen es, aber ist das denn wirklich, ne, das Goldkriterium, was man durchziehen kann? Es gibt, wenn man so zusammenschaut, mal die ganze Literatur schaut, erstmal eigentlich nur 4 wirkliche Studien. Das sind zum Großteil auch Fallserien. Es sind sehr alte Studien, wenn Sie sehen, von Zappal und Morris 1979, 1994, auch mit gar nicht so vielen Patienten, mit 40 und 90. Und es gibt eigentlich die 2 großen Studien, die letzten Jahre in der Diskussion waren. Das ist einmal der CESAR's Cry, der 2009 im Lancet erschienen ist, der 180 Patienten eingeschlossen hat und der eigentlich ECMO versus Non-ECMO-Patienten vergleichen sollte. Und was aber im Endeffekt herauskam, wenn man sich das genau anschaut, ist, dass es vor allen Dingen Hinweise gibt, dass Patienten davon profitieren, wenn man sie in ein AIDS-Zentrum verlegt.
mit der Möglichkeit einer ECMO-Therapie. Dort sind aber viele der Patienten, die verlegt wurden, dann im Endeffekt gar nicht angeschlossen worden. Was genau ein ARDS-Zentrum ist und worauf es da ankommt, das erklären wir Ihnen nachher noch in Ruhe. Und dann gibt es den 2018 erschienenen EOLIA-Trial, wo sich auch sehr viel Daten und auch Ergebnisse von erhofft haben, was aber leider auch nicht bei rauskam, dass jetzt ECMO bei allen Patienten hilft. Sehr schwierig, die Daten auch auszuwerten, weil es eine sehr große Crossover-Gruppe gab, sodass von den quasi Nicht-ECMO-Patienten nachher Patienten, weil sie so hypoxämisch waren, dann doch angeschlossen werden mussten an die ECMO und das natürlich die Daten verfälscht. Sodass unterm Strich im Endeffekt bleibt, dass die ECMO als Last-Line-Therapie quasi nur bei der wirklich dann nachher therapierefraktären Hypoxämie zu sehen ist. Jetzt ist die Frage, welche Patienten schließen wir überhaupt an die ECMO an? Wie man es macht, was man macht, dass man eine aufbaut, das zeigen wir Ihnen auch noch. Sagt man ja heutzutage so, naja, das kann man so nach dem Motto jedem beibringen, aber viel schwieriger ist, welche Patienten schließt man überhaupt an? Da haben wir Ihnen hier mal hervorgehoben, die Kriterien, die beim EOLIA-Trial hervorgehoben wurden, die da quasi wichtig waren. Als allererstes ist natürlich, die Patienten müssen optimal beatmet sein. Das muss man erstmal quasi durchgucken, dass man da alles ausgeschöpft hat. Im Endeffekt müssen die Patienten dann gelagert werden. Kein Patient wird bei uns an der ECMO angeschlossen, dass der nicht mindestens einmal auf dem Bauch lag. Dann muss man sowas wie NO zum Beispiel ausprobiert haben, wenn man es natürlich da hat. Oder man muss frühzeitig diese Patienten an ein ARDS-Zentrum wie unseres dann anbinden, vorstellen, bevor man überhaupt dann ganz zum Schluss an die ECMO-Therapie denkt und daran kommen muss. Welche Patienten wurden hier eingeschlossen? So grob richten wir uns danach natürlich auch, obwohl wir die Möglichkeit haben, innerhalb von kürzester Zeit einen Patienten natürlich anzuschließen. Das ist der Vorteil vom ARDS-Zentrum. Sie sehen hier unter A, wenn diese PF-Ratio unter 50 mm bei HG ist, unter einer FiO2 von über 80 oder gleich 80% für 3 Stunden oder unter 80, auch mit einer FiO2 von über 80%, also hier 0,8, dann über 6 Stunden. Dann muss man wirklich gut darüber nachdenken, warum man die Patienten jedenfalls nicht anschließt. Da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, aber das waren quasi hier die Einschlusskriterien und die muss man aktuell auch so als Daten nehmen. Und Sie merken schon, dass es so ein bisschen schwierig ist, wen schließt man an, wen nicht. Und deswegen bleibt wirklich ECMO ist indiziert bei potenziell reversiblem lebensbedrohlichem Atemversagen, das auf eine konventionelle Therapie nicht anspricht. Und nach wie vor dem Ermessen des leitenden Intensivmediziners, nach dem leitenden Intensivmediziners eingesetzt wird. Also es bleibt ein bisschen evidenzbasiert, obwohl man natürlich die evidenzbasierte Medizin eigentlich im Vordergrund haben will und sich danach immer weiter richten soll. Aber es bleibt nach wie vor auch eine Erfahrungssache. Das soll es natürlich nicht nur sein, sondern was gibt es noch für Empfehlungen? Da gibt es die S3-Leitlinie, invasive Beatmung und Einsatz extrakorporaler Verfahren bei akuter respiratorischer Insuffizienz, wo wir Ihnen hier einen kleinen Auszug mitgebracht haben. 2017 quasi erschienen, aktuell in Überarbeitung, federführend hier auch aus der Uniklinik Leipzig mit geschrieben. Und zwar gibt es da von den Experten ganz klar die Empfehlung, stark, wir empfehlen den Einsatz der venovenösen ECMO-Therapie bei Patienten mit schwerem ARDS und therapierefraktärer Hypoxämie nur als Rescue-Therapie. Das war das, was ich vorhin auch schon mal erwähnt hätte, dass man vorher alles andere abgearbeitet haben muss, bevor man dann diese ECMO-Therapie benutzt. Weil es ist nicht das Gold, was man hat und dann wird der Patient einfach wieder gesund. Und als zweites ist auch ganz klar, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, die starke Empfehlung, dass die Versorgung von erwachsenen Patienten mit schwerem ARDS und therapierefraktärer Hypoxämie, also unter 60, unter 50 PF in einem Zentrum, wie dieses hier, das ARDS-Zentrum, mit der Möglichkeit einer ECMO-Therapie verlegt werden sollen. Mindestens 20 ECMOs sollte man im Jahr machen und man sollte natürlich geschultes Personal haben, sowohl Ärzte als auch Pflegekräfte, da kommen wir des Weiteren dann noch dazu. Jetzt habe ich ganz viel über die Indikationen gesprochen und Sie merken, das ist schwierig. Ein bisschen klarer ist es ehrlich gesagt bei den Kontraindikationen.
Das haben wir hier verteilt in relative Kontraindikationen und absolute Kontraindikationen. Als erstes ist das Alter. Wir haben das mit einem Fragezeichen versehen, weil das ist nicht so ganz klar. Ja. Der älteste Patient mit Covid, den wir zum Beispiel angeschlossen haben, ist 72 gewesen, wo wir zeitweise dachten, ob der das schafft oder nicht. Man muss sagen, der ist in die Reha, hat einen sehr, sehr langen Verlauf gebraucht. Wir haben dann aber eine Rückmeldung bekommen, dass der inzwischen wieder mit Hilfe sein Leben meistert. Da ist vor allen Dingen natürlich nicht nur das kalendarische Alter, sondern das biologische Alter wichtig. Als nächstes multiple Trauma, ne? Patienten, die unkontrolliert bluten. Da muss man sich gut überlegen, ob man die anschließt, weil man muss die Patienten für die ECMO ja antikoagulieren. Wenn die an sich schon eine schwere Gerinnungsstörung haben, würde das natürlich das Ganze potenzieren. Dann intrazerebrale Blutungen, muss man sich gut angucken. Was sind das für Blutungen? Sind die kleiner? Sind die größer? Werden die schlimmer, wenn ich die an die ECMO anschließe? Das ist auch gut abzuwägen. Und natürlich Patienten mit einem Multiorganversagen. Wenn die schon septisches Nierenversagen, ein septisches Leberversagen haben, dann muss ich mir gut überlegen, ob ich die an die ECMO anschließe. Weil, mal so ganz lapidar gesagt, an die ECMO anschließen geht hier bei uns zumindest relativ schnell. Aber wir wollen die Patienten ja anschließen, um sie vor allen Dingen wieder abzuschließen und dann in die Reha zu entlassen. Das heißt, ich muss sie auch lagern, da kommen wir noch drauf. Und wenn ich dann schon Patienten habe im Multiorganversagen, dann ist die ECMO nachher sozusagen nicht die Therapie, um den Patienten zu heilen. Und der letzte Punkt ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen, bei Patienten, die sozusagen mit einem High Pressure beatmet sind, mit einer hohen FiO2, hier noch mit IPPV nach amerikanischen quasi Daten über eine Woche, die haben einen Lungenschaden. Und es geht nicht rein oder können einen Lungenschaden haben. Und es geht nicht rein um die Werte, die man einstellt, sondern man muss zum Beispiel ein CT machen und muss sich gucken, auch an den Beatmungswerten, hat mein Patient schon diesen Lungenschaden? Hat er schon so eine schlimme Fibrose, dass ich gar nicht die Chance habe, ihn von meiner ECMO irgendwann wieder zu entwöhnen? Weil da möchte ich ja hinkommen. Dann kommen wir noch zu den absoluten Kontraindikationen. Das ist ein bisschen einfacher, weil ganz klar ist, Patienten, die einen schweren neurologischen Schaden haben, einen großen Mediainfarkt, eine große intrazerebrale Blutung, die würde ich nicht anschließen, weil die Patienten einfach nicht die Möglichkeit haben, nachher wieder so wach zu werden, so sich zu stabilisieren, dass sie in die Reha können, dass sie wieder nach Hause können. Genauso wie Patienten mit einer schweren Enzephalopathie, mit einer Zirrhose, mit Aszites, diese Patienten kann ich nicht lagern, das würde sich alles quasi verschlechtern. Genauso, wir reden ja über die venovenöse ECMO, das ist auch ganz wichtig, und nicht über die venoatrielle ECMO. Patienten mit einem schweren Linksherzversagen, die profitieren nicht von der venovenösen ECMO. Die EF, also sozusagen, dass das Herz sehr, sehr schlecht schlägt, die würden wir damit nicht heilen können. Das ist deswegen auch eine Kontraindikation für eine venovenöse ECMO. Genauso wie Patienten im Herz-Kreislauf-Stillstand, da ist ganz klar, kann man über VA-ECMO nachdenken, aber ist überhaupt nicht Thema heute. Dann Patienten, die von zu Hause kommen, vielleicht schon Sauerstoff haben, die also eine schwere Lungenerkrankung schon vor mit sich bringen, die schließen wir auch sehr restriktiv an. Wir sind generell ein Zentrum, was sehr restriktiv auch anschließt, weil man auch überlegen muss, die wird man nie wieder so nach Hause bekommen, wenn die schon so schlecht quasi zu uns kommen. Und auch Patienten, die terminal maligne Vorerkrankungen haben, zum Beispiel ein durchmetastasierter Tumor, die würde man sehr, sehr, sehr zurückhalten, bis gar nicht anschließen, wenn die nicht eine Prognose haben über mehrere Jahre, dass die dann quasi nach der ECMO-Therapie noch gut wieder in ihr Leben zurückkommen. Gut, Frau Keller hat Ihnen jetzt eine ganze Menge zur Indikation, Kontraindikation erzählt. Wir kommen noch mal kurz zurück auf die S3-Leitlinie, die sich ja dazu geäußert hat, dass eben halt in einem Zentrum diese Patienten besser aufgehoben sind, wenn dieses Zentrum mindestens 20 ECMOs pro Jahr macht, mit einer relativ schwachen Empfehlung, aber nichtsdestotrotz mit einer Empfehlung für diese Zentren, sagt die Leitlinie auch ganz klar, dieses Zentrum muss Erfahrung in der Behandlung des ADS an sich haben. Wir brauchen eine ärztliche und pflegerische Kompetenz. Wir müssen 24 Stunden diese auch tatsächlich vorhalten können. Pflegeschlüssel von 1:1, aufwandsadaptiert, muss man gewährleisten können. Mittlerweile sind wir von diesem Pflegeschlüssel auch ein wenig abgerückt wieder, würden ihn aber tatsächlich wieder einführen, wenn der Patient tatsächlich das benötigen würde. Wir bräuchten einen vor Ort oder als Zentrum brauchen wir einen leistungsfähigen
24-Stunden-Dienst an Gefäßchirurgen, einer Blutbank etc., sodass man tatsächlich relativ schnell bei Komplikationen hier die richtigen Fachdisziplinen da hat. Wir brauchen eine Intensivstation, die 24 Stunden hier ein Ersatzverfahren, Bronchoskopien, Gefäßdoppleruntersuchungen etc. machen können. Und wir brauchen im Prinzip als ADS-Zentrum ein strukturiertes Ausbildungsprogramm zur Anwendung der ECMO für alle beteiligten Personen. Das sind so die Grundvoraussetzungen, die die Leitlinien empfehlen für ein ADS-Zentrum. Wir haben Ihnen mal mitgebracht, wie wir es tatsächlich definiert haben für unser Zentrum ein wenig. Wir haben im Rahmen einer SOP mal die Vorbereitung zum ECMO-Anschluss definiert. Was muss tatsächlich alles vorrätig sein, damit wir relativ zügig einen Patienten anschließen können. Wir haben definiert, was soll passieren, wenn die Maschine läuft. Welche Aufgaben muss wer übernehmen, welche Kontrollen müssen regelmäßig stattfinden und dergleichen. Was muss vorbereitet werden wiederum, wenn es doch mal zu einem Systemwechsel kommt? Was muss vorbereitet werden, wenn der Patient eine zusätzliche Kanüle braucht? All das haben wir in einer SOP mal definiert und den Kollegen zur Verfügung gestellt, um einfach hier tatsächlich so ein Stück weit Sicherheit zu geben. Am Ende bleibt man dabei, die ECMO-Behandlung ist eigentlich die invasivste Form der Sauerstofftherapie oder bei einem therapierefraktären Stadien des ADSs. Das ist eine ganz klare Aussage, dass wir hier relativ invasiv sind, dass wir mit vielen Komplikationen zu rechnen haben und dass es kein einfaches Verfahren ist. Gehen wir mal ein bisschen zurück an die Anfänge der ECMO-Therapie, wie Sie hier noch sehen, Bremsenmembran. Ein Patient, der damals einen PaO2-FO2-Quotienten von 35 hatte, der durch dieses Verfahren am Ende auf einen 75er Millimeter Hg FO2 Horowitz kam durch den Einsatz. Er hat Unmengen an EKs damals gebraucht und war, glaube ich, jetzt nach 3 Tagen verstorben, weil es tatsächlich zu invasiv das Ganze war. Wenn wir uns Bilder aus den 90er Jahren angucken, sehen Sie ebenfalls, dass auch hier immer noch ein relativ invasives Verfahren ist oder große Maschinen da stehen, die Patienten tatsächlich deutlich höher gelegt sind, als wir das heute kennen. Dass das an sich schwerkranke Patienten sind, die extrem viel intensivmedizinische Technik benötigen, dass es Patienten sind, mit denen man nicht einfach mal so ins CT fahren kann, wo wir aber ärztlicherseits wie auch pflegerischerseits eine extrem hohe Expertise brauchen, um die zu betreuen und eben halt unter Umständen wieder von der ECMO abzuschließen. Eines der größten Komplikationen, die wir in diesen Jahren gesehen haben, waren tatsächlich die Systeme. Sehen Sie hier auf dem linken Bild einen Hohlfaseroxygenator, der schon ein Leck hat. Sie sehen, wo das arterielle Blut einfließt. Sie sehen, wo wir Drücke gemessen haben an diesem. Und Sie sehen hier unten tatsächlich, ich versuche es mal zu zeigen, schon den Beginn einer Plasmaleckage. Und hier unten geht es dann tatsächlich das venöse Blut irgendwie Richtung Rollerpumpen, Der Oxygenator selber verfügt über einen Anschluss für die Heizung. Und das Problem damals war tatsächlich, dass diese Plasmaleckagen ein ganz erhebliches Problem innerhalb der ersten 3 Tage immer darstellten. Im Schnitt wurden tatsächlich diese Oxygenatoren alle 4 Tage mussten die ausgewechselt werden aufgrund dieser großen Plasmaleckage, die wir haben. Dasselbe gilt für die Pumpen, die Schnitt alle 48 Stunden die Schläuche durchgezogen werden müssten. Aus dem Grunde sehen Sie hier unten auch auf dem Bild 2 Rollerpumpen, sodass man immer eine Pumpe hochfahren konnte, um tatsächlich die Oxygenierung bei den Patienten sicherzustellen und an der anderen Pumpe dann arbeiten konnte und Schläuche durchziehen konnte. Die Rollerpumpen haben natürlich eine riesen Traumatisierung gemacht und haben auch die Schläuche porös gemacht, so dass man hier sehr aktiv sein musste. Wenn man sich die Technik heute anguckt, ist es natürlich deutlich einfacher geworden. Hier 4 unterschiedliche Maschinen, die mittlerweile im Einsatz sind, regelhaft
aktuell dazugekommen ist die Rotaflo 2 im Einsatz. Die CardioHelp, die als tatsächlich einzige Maschine eine Zulassung hat, dass man sie auch im Hubschrauber benutzen kann. Oder die Xenius-Maschine, alle, wie gesagt, irgendwie aktuell im Einsatz und im Rahmen der Covid-Pandemie wahrscheinlich auch in vielen Kliniken mittlerweile vorrätig. Wie funktioniert das ganze Prinzip? Jetzt einmal schematisch dargestellt, relativ einfach. Sie haben eine venöse Punktion in der Leiste femoral. Hier wird im Prinzip durch eine Zentrifugalpumpe das Blut mehr oder weniger aus dem Patienten, also schwerkraftmäßig aus dem Patienten gesogen. Es geht in den Oxygenator. In dem Oxygenator selber sehen Sie in der Abbildung, schlecht zu sehen wahrscheinlich hier oben, findet dann der Austausch statt. Über den Oxygenator gibt man über einen O2-Blender Sauerstoff dazu. Die Patienten haben 100% FiO2 und zusätzlich einen Gasfluss nochmal drauf. Und in dem Oxygenator selber wird dann tatsächlich das sauerstoffarme Blut angereichert mit Sauerstoff und das CO2 ausgewaschen, um dann eben halt über die Jugularis-Kanüle gut oxygeniert wieder an den Patienten zurückzugehen. Das Grundprinzip ist eigentlich relativ einfach. Welche Möglichkeiten zur Kanülierung haben wir? Da gibt es ganz unterschiedliche. Wir haben Ihnen mal ein paar Abbildungen mitgebracht. Die üblichste Kanülierung ist tatsächlich in der ersten Abbildung zu sehen, femoral-jugular. Das ist die initiale Kanülierung, die man meistens vornimmt. Man kann aber auch, wie in der zweiten Abbildung zu sehen, femoral-femoral-jugulär. Das ist unser Vorgehen, wenn wir tatsächlich Schwierigkeiten haben mit der Generierung des Blutflusses, wenn die Oxygenierung mit der einfachen Hergabekanüle nicht ausreichend ist, wir also deutlich mehr Blutflüsse brauchen, dann würden wir zum Beispiel eben halt die zweite Femoralvene noch mit punktieren. In der dritten Abbildung sehen Sie die Avalon-Kanüle, die vor vielen Jahren auf den Markt gekommen ist. Wenn man sich die Literatur aktuell dazu tatsächlich anguckt, findet sie dann doch nicht so einen erheblichen Einsatz, wie wahrscheinlich sich versprochen worden ist. Der Vorteil ist natürlich bei dieser Avalon-Kanüle, dass Sie nur die Jugularis punktieren, Sie hier die Hergabe wie auch die Rückgabe haben und das an sich die Mobilität des Patienten deutlich vereinfachen sollte. Und in der letzten Abbildung sehen Sie nochmal eine femoral-femorale ECMO- oder Kanülierungstechnik. Hier ist der Grund dafür häufig, dass die Jugularis vielleicht zu thrombosiert ist, sodass man dann tatsächlich beide Femoralvenen punktieren würde und das System so einbauen würde. Ich hatte eben schon mal so ganz kurz lapidar gesagt, ja, Anlage, das kann jeder, das ist einfach. Ganz so ist es natürlich auch nicht. Womit fängt man an? Bei uns ist es so, dass wir, wenn wir genug Zeit haben und nicht parallel, sag ich mal, jugulär und venös punktieren müssen, oben mit der Rückgabekanüle jugulär anfangen. Sie sehen hier eine unserer Fachärztinnen, die punktiert. Man macht das wie ein ZVK in Seldinger-Technik. Das heißt, es wird punktiert, dann wird ein Draht eingeführt und dann werden diese drei Dilatatoren hier nacheinander eingeführt und es wird immer dieses Loch größer dilatiert. Und dann kommt im Endeffekt die Kanüle. Das ist oben standardmäßig eine 19-French-Kanüle, die 18 cm lang ist und dann eingeführt wird. Sie sehen hier, wie sieht das aus, wenn die Kanüle dann drin ist. Die ist noch durchgespült, ist dann einmal wieder geklemmt und man kann erstmal durchatmen als Team, dass sozusagen die erste Kanüle geklappt hat. Und dann geht es unten weiter. Sie sehen dies hier schon zu Covid-Zeiten, das andere Bild. Es gibt auch noch ECMOs ohne oder nicht-Covid-Patienten. Es ist so, dass die erste Kanüle oben hier auch schon drin war und dann hier ebenfalls eine erfahrene Fachärztin die untere Kanüle legt. Und da sehen Sie auch, die ist wesentlich länger, das zeigen wir Ihnen noch, die dort eingeführt wird. Die ist bei uns standardmäßig 21 oder 23 French und Länge 55 bis 60 cm. Sie sehen, das ist wirklich ein Schlauch. Wer also ein ZVK legen kann, kann diese Technik und kann das lernen, aber man muss wirklich größten Respekt davor haben. Es kann sehr viel passieren, wo wir auch gleich noch zu kommen. Wo sollen die liegen, wenn alles gut geklappt hat? Macht man dann ein Röntgenbild, sieht, dass die obere Kanüle
wie ein ZVK ungefähr auf Höhe der Bifurkation der Trachea zu enden kommt, sodass sie gut in die obere Hohlvene das Blut zurückgibt. Die untere, diese hier müssen sich 3 cm noch nicht röntgendicht vorstellen, ist etwas länger, so dass man sonografisch dann auch noch kontrolliert, dass sie ungefähr 3 cm unterhalb des Zwerchfells, unterhalb der Lebervenenmündung losgeht, weil die dort dieses Blut sozusagen ansaugt und dann oben zurückgibt. Hier sieht man jetzt ein CT, wo beide Kanülen drin sind. Unten der blaue Pfeil, da geht das Blut raus, dann geht es sozusagen durch, alles einmal durch und oben wieder rein. Und man sieht auch, es muss ein gewisser Abstand sein. Ansonsten haben wir gleich noch ein Video mitgebracht, gibt es eine sogenannte Reperfusion, dass man das Blut, was man oben reingibt, sofort wieder ansaugt. Und eigentlich soll der Patient ja unser frisch oxygeniertes Blut bekommen. Was für Kanülen gibt es? Was für Kanülierungen? Da hat die Silvia Küppen, ist sie gerade schon drauf eingegangen, auf die obere Kanüle. Das ist diese sogenannte Avalon-Kanüle. Eine Kanüle, wo man das dunkle Blut sieht, was ohne Sauerstoff vom Patienten rausgezogen wird aus der unteren Hohlvene und dann oben bei dieser Avalon-Kanüle wieder zurückgegeben wird, direkt auf die Mitralklappe. Und man den Vorteil hat, dass man nur eine Kanüle hat, aber auch einige Nachteile. Bei uns ist es nicht die Standardkanüle. Weil wenn die ein bisschen verrutscht, dann funktioniert es nicht mehr, dass das Blut direkt quasi ins Herz gegeben wird. Dann sehen Sie rechts, das ist eine absolute Ausnahme, dass die Rückgabekanüle linksjugulär ist. Das war ein Patient, der einen großen Thrombus in der rechten Jugularvene hatte und initial dann erstmal femofemoral angeschlossen wurde, weiterhin hypoxemische Gase gezeigt hat, sodass wir als Ultima Ratio ihn links kanuliert haben. Was sehr gefährlich ist in dem Fall, sehr tricky, weil der Patient, weil man muss sich gut angucken, dass natürlich mit viel Fluss in die obere Hohlvene direkt auf die Wand dieses Blut zurückgegeben wird. Das ist deswegen nicht der Standard. Und dann sieht man unten noch ein Bild, das ist ein Patient, der erst eine VA-ECMO hatte, ein Covid-Patient, zusätzlich dann ein Herzversagen bekommen hat und dann von uns auf VA umkanuliert wurde, wo wir in dem Fall die Gefäßchirurgen dazugeholt haben, die eine Dacron-Prothese in die Subclavia-Arterie gelegt haben und dort haben wir dann quasi die Rückgabekanüle reingelegt. Aber das sind wirklich diese drei absolute Ausnahmen. Der Standard ist femoral die Rückgabe und jugulär, femoral die Hergabe und jugulär die Rückgabekanüle zu legen. Ich habe gerade schon gesagt, es kann Komplikationen geben bei der Anlage. Im linken Bild sehen Sie, das war ein Kollege, der extern unterwegs war, einen Patienten angeschlossen hat mit Frau Köppen, die auch dabei waren. Und man muss sich vorstellen, denen ging es zwischenzeitlich nicht gut. Ja, dem Patienten nicht und den Kollegen wahrscheinlich auch nicht. Sie haben erst rechts punktiert, femoral. Das ging auch nicht. Also die obere Kanüle war drin, die Rückgabe. Da haben sie durchgeatmet und dann wollten sie femoral weitermachen. Rechts ging es schon nicht, ging es nicht zu dilatieren, sodass sie dort abbrechen mussten. Und dann sind sie links femoral reingegangen. Und beim Zurückziehen des Drahtes, als auch die Kanüle und alles schon drin war, sehen Sie im mittleren oberen Bild, ist das der Restdraht, der da nur noch rauskam. Dann haben sie hin und her überlegt, was macht man, einfach rausziehen oder nicht. Sie hatten den Riesenvorteil und wirklich das Glück, dass dort in diesem Krankenhaus es eine Gefäßchirurgie gab, eine Durchleuchtung, sodass erstmal ein Bild gemacht wurde und man gesehen hat, dass die Kanüle links überhaupt nicht da ist, wo sie ist oder wo sie hingehört. Wahrscheinlich ist sie in irgendeine Vene, vielleicht Vena epigastrica gelandet und dann mit viel Durchleuchtung, mit viel Hilfe konnte diese Kanüle dann im Endeffekt noch nach in die Cava hochgeschoben werden. Alle konnten durchatmen und sie sind zu später Stunde mit dem Hubschrauber dann noch bei uns angekommen. Das mittlere Bild ist zum Glück aus einer Publikation. Das zeigt nämlich, was auch passieren kann, dass man die untere Hohlvene perforiert. Also es sind Riesenkanülen, man kann damit wirklich einiges anrichten. Ja, das darf man nicht vergessen. Dann einige Pitfalls. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, was passiert, wenn die Hergabe und die Rückgabe zu nah aneinander sind, dann zieht das Blut quasi, wird von unten direkt wieder angezogen. Also quasi das helle, das oxygenierte Blut. Und hier sehen Sie, wie wirklich dunkles Blut angesaugt wird, dann wieder helles Blut, dunkles und wieder helles Blut. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Kanülen zu nah aneinander sind und man sich überlegen muss, ob man die
meistens die Hergabekanüle, ein Stück zurückzieht. Was wollen wir hiermit zum Beispiel schon zeigen? Da kommen wir gleich auch noch hinzu. Wenn die Kanülen drin sind, die Maschine läuft, dann heißt es nicht durchatmen, sondern man muss der Reihe nach alles sich weiter angucken. Wir haben Ihnen mal eine Patientin mitgebracht. Das ist genau ein Jahr her, 54 Jahre, so um die 100 Kilo hat die gewogen. Die haben wir aus dem Klinikum Chemnitz übernommen. Globale respiratorische Insuffizienz führend Hypoxämie, Horowitz unter 100 mm Hg mit einem Verdacht auf einen bakteriellen Superinfekt. Bei natürlich einer Covid-Pneumonie. Die hatte als Vorerkrankung gar nicht viel, sehen Sie hier unten. Die hatte im Endeffekt, war die adipös, hatte einen Hirsutismus, ansonsten nicht viel mehr. Die war dort im externen Krankenhaus intubiert worden, schon auf den Bauch gelegt worden, hat schon ein bisschen Dexamethason, damals Remsidivir noch Baricitinib bekommen. Und dann wurden wir quasi angerufen und die Patientin haben wir abgeholt. Die war am Anfang noch so, dass wir sie in Bauchlage transportieren konnten, nicht anschließen mussten. Und Sie sehen hier rechts unseren Aufnahmezustand, der absolut klassisch ist für so ein ARDS, in Bauchlage angenommen, sediert, intubiert, im BiPAP mit schwerer Oxygenierungsstörung. Und jetzt kommt sie an und wir müssen überlegen, was machen wir jetzt weiter mit der. 4 Tage ging das ganz gut. Die hatte am Anfang noch NO-inhalativ, das konnten wir schon wieder ausmachen. Wir konnten sie schon wieder wach werden lassen. Dann haben wir schon gedacht, wir können durchatmen. Aber nein, 4 Tage später hat sie sich akut verschlechtert, sodass wir mit 20 ppm NO, sieht man unten den blauen Balken hier aus unserem COBRA-Dokumentationssystem, wieder angefangen haben. Wir haben sie bronchoskopiert, wir haben ein Röntgenbild gemacht, also die ganzen Standards, die dazugehören, und haben sie dann auf den Bauch gelegt. Man sieht hier, Bauchlageversuch wurde dokumentiert, weil die direkt mit dem Blutdruck so schlecht geworden ist, dass wir sie wieder umdrehen mussten. Auch die Sättigung ist eher niedrig geblieben, die hat nicht davon profitiert, sodass wir diese Patientin relativ zügig an diesem Tag an die ECMO angeschlossen haben. Da haben wir Ihnen hier die Werte mitgebracht. Und man sieht PaO2 71, 68, 53. Dann um 50 haben wir gesagt, wir müssen sie jetzt anschließen und dann ist sie auf 140, 190 PaO2 zügig durch die ECMO natürlich angestiegen. Wir konnten erstmal durchatmen. Und jetzt beginnt aber die eigentliche Arbeit. Was machen wir mit dieser Patientin? Sie sehen hier links den Anschluss sehr gut dokumentiert, ne, dass ganz klar ist, reversible Ursachen müssen nochmal ausgeschlossen werden. Am allerwichtigsten ist der Pneu. Es gibt nichts Peinlicheres, als man hat einen Patienten mit einem riesen Pneu und hat den deswegen an die ECMO angeschlossen. Da gehört natürlich vorher die Thoraxdrainage rein. Das gehört auf jeden Fall dazu. Aufs Herz muss man nochmal gucken, wie sieht es mit der Rechtsherzbelastung aus. Und dann muss man klar dokumentieren, was für Kanülen man wie reingelegt hat, ob es gut ging, glatte Punktion war. Man sieht, wir haben diese ECMO dann hier mit 4 Liter Blutfluss, 4 Liter Gasfluss angeschlossen. Und jetzt beginnt die Arbeit. Hier hat einer unserer Oberärzte sehr schön im roten Kasten zusammengefasst, was das Prozedere jetzt im Endeffekt für den Spätdienst, für den Nachtdienst, für die nächsten Tage ist. Die Patientin muss wieder wacher werden. Das ist bei uns zumindest sehr wichtig, ja, dass wir sagen, die muss wieder spontan atmen. Ja. Wenn man die jetzt in die ECMO anschließt, auf dem Rücken liegen lässt, tief sediert, helfen wir ihr überhaupt nicht. ZVK musste in dem Fall leider gewechselt werden, der war umgeschlagen, das war aber das kleinste Problem. Die untere Kanüle haben wir noch mal ein bisschen zurückziehen müssen. Und dann hatten wir vorhin schon gesagt, die Fokuskontrolle, die Fokussanierung. Deswegen müssen wir jedenfalls Antibiose anfangen. Und spätestens morgen hat er geschrieben, erneute Bauchlage. Also nicht liegen lassen, sondern muss ich gut überlegen, wie geht es jetzt weiter. Und ganz klar ist, Angehörigeninfo steht natürlich vorweg und hinterher auch über allem, dass die Bescheid wissen und auch der Patientenwille. Das hatte ich vorhin noch bei Kontraindikationen nicht erwähnt. Es gibt die medizinischen Kontraindikationen, aber natürlich muss man immer die medizinische Indikation, die medizinische Kontraindikation sehen und auch den Patientenwille. Möchte mein Patient diese maximal wirklich invasivste Form der Therapie? Was so schwer krank wie die sind, kann man da natürlich nur noch über die Angehörigen rausbekommen. So, Frau Keller hat das vorhin ja schon mal erwähnt. Aufbauen kann das jetzt jeder lernen. Es gibt ja tatsächlich Zentren in Deutschland, die sich in Kardiotechniker halten, um sich mit diesen Maschinen irgendwie auseinanderzusetzen. Ich glaube, wenn man sich an die Bilder nochmal erinnert aus dem Jahr 1998, auch da hatten wir tatsächlich Unterstützung von Kollegen, die sich gut damit auskannten. Damals hat man aber auch relativ selten
wirklich diese Maschinen angeschlossen. Bei den heutigen Systemen ist das alles deutlich leichter geworden. Die kriegt man relativ schnell aufgebaut. Wie Sie hier sehen, wird unser Team auch regelmäßig geschult. Wir haben also ein ADS-ECMO-Rufdienst-Team, die regelmäßig geschult werden. Auch unsere Ärzte müssen da regelmäßig durch. Und wenn Sie rechts unten sehen, wenn Sie dieses Thema alle verbraucht haben, dann können Sie davon ausgehen, dass die Kollegen, die hier mitgeholfen haben, diese Maschinen wahrscheinlich auch mit verschlossenen Augen aufbauen können. Das geht mittlerweile relativ einfach. Gucken wir uns nochmal an, was wir mit diesen Maschinen so leisten können. Die Maschinen und die Systeme dazu. Sie sehen hier unsere vier unterschiedlichen Maschinen nochmal im Display dargestellt. Oben die CardioHelp, wo Sie einen Blutfluss von 5,92 sehen. Der Vorteil der CardioHelp ist tatsächlich, dass Sie mit dieser Maschine auch Drücke generieren können, also die Hergabedrücke, Sie können den Druck im Oxygenator, Sie können den Druck danach, Sie können die Patiententemperatur, aber Sie können eben halt auch den HB und den HK mit dieser Maschine messen, wobei tatsächlich diese Blutkontrollwerte nicht ausschlaggebend sein sollten für die Transfusion von irgendwelchen EKs. Da sollten Sie sich tatsächlich mehr auf Ihr Labor verlassen. Aber das schafft natürlich so ein Stück weit Sicherheit. Bei uns werden diese Drücke, wenn wir die CardioHelp einsetzen, auch zweistündig aufgeschrieben. Aus dem einfachen Grunde, wir eine Verlaufskontrolle hier sehen wollen, um frühzeitig unter Umständen auch mal das System wechseln zu können, wenn wir sehen, dass zum Beispiel der Druck im Oxygenator ansteigt. Wenn vielleicht irgendwo eine Kanüle abgeknickt ist, sieht man das hier alles relativ zügig und kann schnell darauf reagieren. Ähnlich ist die Anzeige auch bei der Xenius, wo Sie hier unten, links unten, den Modus sehen. Auch hier mit 7,3 Liter Blutfluss ist für die Xenius schon eine ganze Menge. Die Systeme sind aber alle zugelassen, egal welche Maschine Sie von denen hier wählen, für Flussgeschwindigkeiten von 7 Litern. Und auch die Xenius hat tatsächlich einen 3-Druckaufnehmer, die eben halt vor dem Oxygenator, hinter dem Oxygenator und den Druck selber im Oxygenator messen, sodass Sie hier eben halt auch eine relativ gute Verlaufskontrolle haben. Im Gegensatz dazu auf der rechten Seite die beiden Rotaflow-Maschinen. Die obere ist tatsächlich die älteste von den Rotaflow-Maschinen. Die laufen relativ stabil aus heutiger Sicht. Die sind ein bisschen schwieriger im Aufbau. Auch die können eben halt über 7 Liter fahren mit Umdrehung von 5000. Sie haben hier keine Druckmessung an dem System. Und demzufolge müssen Sie sich tatsächlich auf andere Marker verlassen, wie Sie hier vielleicht rausbekommen, ob es tatsächlich ein relevantes Problem mit dem System gibt. Sprich, man muss den Oxygenator jeden Tag kontrollieren. Dafür haben wir extra Taschenlampen, hochleistungsstarke, um eventuell Thromben zu sehen. Man muss sich die Zentrifugalpumpe entweder mittels Palpation oder Auskultation mehrmals anhören, weil auch da tatsächlich es zu Problemen kommen kann. Die Maschinen unrund laufen und hier unter Umständen relativ schnell ein Systemwechsel notwendig sein könnte. Und unten nochmal die Rotaflow 2, die aktuell ebenfalls nur mit Blutfluss und mit Umdrehung geliefert wird, wo es aber tatsächlich zum Ende des Jahres nochmal ein Update geben soll. Und auch da können dann die Drücke jeweils gemessen werden vor dem Oxygenator dahinter und dem Oxygenatordruck selber. In der Mitte ein schlicht und einfach Gasmesser, wo Sie im Prinzip Ihren zusätzlichen Sauerstoff anschließen drüber. Sie können aber auch den zusätzlichen Gasfluss, den die Maschine eigentlich braucht oder den Sie anschließen, um Ihr CO2 zu regulieren, könnten Sie auch über die Wand laufen lassen. Das würde ebenfalls gehen. Es stellt sich natürlich die Frage immer wieder, Sie haben Ihren Patienten an die ECMO angeschlossen. Frau Keller hat sie ja schon mehrmals gestellt. Was machen wir jetzt weiter? Wie gehen wir mit diesen Patienten weiter um? Das ist tatsächlich ein relevantes Problem, weil erstmal haben Sie eine deutliche Steigerung bei der Oxygenierung, sprich, Sie haben sich Zeit geschaffen. Zeit, um jetzt eigentlich irgendeine Form von Therapie zu machen, um tatsächlich intensivmedizinisch relevante Dinge durchzuführen, die Sie auch bei anderen Patienten machen würden, also die nicht an der ECMO sind. Ja, häufig lässt man sich davon so ein bisschen abhalten, weil eben halt wir mit relativ großen Kanülen hier arbeiten und natürlich die Angst und die Gefahr auch besteht, dass diese dislozieren können,
dass es Systemprobleme gibt, dass der Patient sich die vielleicht rauszieht, wenn man sie Patienten zu wach werden lässt, etc. Aber das ist tatsächlich nicht hilfreich, weil die ECMO therapiert nichts. Sie schafft uns einfach nur Zeit. Genau, und zwar, was muss man jetzt machen? Ich hatte es schon erwähnt, die Fokussanierung, das ist das Wichtige für den Patienten mit der Sepsis. Ja, ich muss gucken, wo ist mein Fokus, vor allen Dingen welche Keime, und muss die natürlich dann Antibiotika mit Antibiotika resistenzgerecht behandeln. Flüssigkeitsmanagement, bin ich auch schon drauf eingegangen, dass man da gut guckt, nicht zu viel, nicht zu wenig. Wichtig, diese Patienten, wir schließen die vor allen Dingen ja auch an die ECMO an, damit die Lunge nicht noch mehr Schaden nimmt, wenn sie das schon bekommen hat, im besten Fall gar keinen Schaden nimmt, sodass wir die dadurch lungenprotektiver die Patienten beatmen können, dass wir diese Beatmung anpassen. Und dann kommt die Bauchlage. Wenn ein Patient an der ECMO ist, wird er trotzdem auf den Bauch gelagert. Da zeigen wir Ihnen gleich noch einige Bilder und vor allen Dingen auch Daten. Und er wird mobilisiert. Das Video haben Sie eben schon gesehen. Das ist natürlich nichts, wo wir jetzt sagen, es sollen alle Patienten an die ECMO und überall angeschlossen werden und dann soll jeder die Patienten ans Modo mitnehmen. Das ist nur zu zeigen, was man machen kann, wenn diese Patienten in einem Zentrum sind, wo natürlich alle sich mit auskennen. Wir haben schon die Pflegekräfte und die Ärzte erwähnt, aber wie man sieht, auch die Physiotherapeuten. Ne? Das darf man nur machen, wenn man sich sicher ist, dass der Patient das mitmacht, dass die Kanülen wirklich fest sind. Das ist hier nochmal getaped, damit da nichts passiert. Aber mein Patient soll ja von der ECMO wieder entwöhnt werden. Deswegen Mobilisation auch ganz wichtig. Zum Schluss natürlich dann das Weaning von der ECMO. Noch einmal das Video, dass Sie das sehen. Das ist ja eindrücklich. Fokussanierung. Was gehört zur Fokussanierung? Unter anderem, ich muss suchen, wo ist mein Fokus? Ein CT gehört dazu. Am besten Fall vor ECMO-Anschluss. Wenn man das nicht mehr schafft, weil es dem Patienten zu schlecht geht, muss man mit dem Patienten, mit der ECMO, wie man oben rechts sieht, mit zwei starken Männern und noch mit einem NO-Gerät, im Sitzen teilweise ins CT. Diese Patientin, die konnte nur noch im Sitzen oxygeniert werden. Das sind zugemäßenermaßen jetzt die absoluten Spezialfälle. Normalerweise, so wie links in Rückenlage, wird der Patient mit der ECMO ins CT gefahren. Unten rechts sehen Sie auch nochmal eine Extremsituation. Das ist auch ein Patient, Patientin gewesen, die in Bauchlage nur noch zu oxygenieren war, trotz ECMO. Da sehen Sie die CardioHelp, wie schön klein die ist, dass man Patienten damit gut mobilisieren kann und auch durchs CT fahren kann. Da müssen natürlich auch die Radiologen mitmachen. Das war auch bei uns hier nicht am Anfang so einfach. Die müssen das rekonstruieren, die müssen sich umdenken. Aber man sieht, was möglich ist. Operieren an der ECMO, damals und heute. Links sieht man in den 90er Jahren, hat die Silvia Köppen ja schon erwähnt und auch die ganzen eindrücklichen Bilder gezeigt, was das eigentlich für ein Riesenaufwand noch war. Und selbst operieren konnte man hier auf der Intensivstation, ne, mit Bluttransfusionssystemen, mit allem drum und dran. Und heutzutage sieht das Bild echt fast ein bisschen klein dagegen aus, was aber man nicht vergessen darf, immer noch ein Aufwand ist, was nicht jeder Chirurg mitmacht, vor allen Dingen auf der Intensivstation an der ECMO zu operieren. Dies war ein sehr junger Patient mit einem Pleuraempyem, der war so schlecht, den konnte man nicht mehr in den OP fahren. Und da hat hier unser thoraxchirurgischer Oberarzt am Bett operiert. Das ist möglich, aber es ist ein großer Aufwand und es müssen auch alle mitmachen. Im weiteren Schritt würden wir natürlich unsere Patienten immer einer Lagerungstherapie bei ihnen die zukommen lassen. Und wie wir ja wissen, bei den eigentlichen ADS-Patienten, also ohne ECMO, verschafft uns die Bauchlagerung tatsächlich einen Überlebensvorteil bei diesen Patienten, wenn sie frühzeitig eingesetzt wird. Frühzeitig heißt immer, innerhalb der ersten 72 Stunden sollte die Bauchlage durchgeführt werden. Die Patienten sollten mindestens 12 Stunden, wenn nicht sogar bis 16 Stunden auf dem Bauch liegen, um tatsächlich diesen Vorteil irgendwie für die Patienten möglich zu machen. Und dann können sie, wie hier in dieser Arbeit zu sehen ist, tatsächlich eine deutliche Reduktion der Sterblichkeit bei diesen Patienten erreichen und in der Ursprungsarbeit hier auch eine Reduktion irgendwie der Anschlüsse an die ECMO durch den Einsatz dieser ECMO der Bauchlagerungstherapie. Wie sieht es jetzt tatsächlich aus mit solchen Patienten, die an der ECMO bereits sind? Soll man die auch weiter auf den Bauch legen? Hier im Januar, jetzt natürlich nach den 2 Jahren Pandemie, gibt es dazu zahlreiche Publikationen. Meine Meta-Analyse mit 13 Studien, da sind insgesamt 1451 Patienten eingeschlossen worden.
in der Abbildung zu sehen, oben die Patienten oder die Studien, die ein reines ADS haben, und unten waren es dann tatsächlich die Covid-Patienten, die alle an einer ECMO sich befanden und trotzdem auf dem Bauch gelagert worden ist. Die 28-Tages-Mortalität konnte bei diesen Patienten durch den Einsatz von ECMO und Bauchlage deutlich reduziert werden. Erstaunlicherweise in dieser Arbeit waren aber diese Patienten deutlich länger an der Beatmung, sodass nicht ganz klar ist, also da gibt es keine richtig gute Erklärung dafür, warum die deutlich länger beatmet waren als die Patienten, die nur ECMO erhielten und nicht auf dem Bauch gelagert worden ist. Insgesamt muss man sagen, bei dieser Meta-Analyse fehlen zahlreiche Daten, um die tatsächlich gut zu bewerten können, zu beurteilen zu können. Es gibt weder Beatmungseinstellungen vor ECMO, nach ECMO, in welchem Ausmaß die Patienten respondiert haben auf die Bauchlage, wie viele Non-Responder vielleicht dabei waren, sodass das eher mal informativ ist, dass tatsächlich die Bauchlage und ECMO-Therapie zusammen möglich ist und auch durchgeführt werden sollte. Auch zur Bauchlagerung gibt es bei uns bestimmte Standards, die sich eigentlich auch nicht verändern, wenn die Patienten an der ECMO sind. Wir versuchen das tatsächlich immer zu viert zu machen. Ein ärztlicher Kollege noch zusätzlich, der am Kopf steht und den Atemweg sichert. Und im Normalfall noch ein Kollegen, der vielleicht die Kissen für uns schiebt, wenn wir die Patienten nicht auf ihre Bauchlagerungskissen raufdrehen. Das funktioniert relativ gut und dann können diese Patienten 12 bis 16 Stunden so liegen bleiben. Wichtig ist tatsächlich, die haben natürlich ein extrem hohes Risiko, eine Druckstelle zu bekommen, insbesondere in den Thoraxbereich, im Beckenbereich, aber auch auf den Knien und am Fußrücken, sodass diese Patienten stündlich bei uns mikrogelagert werden. Das heißt, wir verändern die Armlagerung, wir kippen die Patienten ein wenig zu einer Seite an, einfach um einmal kurz den Druck auf die Körperregion zu nehmen und somit tatsächlich die Druckstelle versuchen zu verhindern. Das geht ebenfalls mit allen möglichen Kanulierungsformen. Hier mit der Avalon-Kanüle ist das ebenfalls hier sogar ein bisschen einfacher, weil die Schläuche ebenfalls tatsächlich in eine Richtung laufen. Man tatsächlich nicht schauen muss, irgendwie ist die untere Kanüle gesichert, ist die obere Kanüle gut gesichert. Sie haben im Prinzip nur diese zwei Schläuche, die ein und dieselbe Richtung nehmen. Wenn die Patienten Ursprung irgendwie ihres ADSs vielleicht ein Polytrauma waren, ist es natürlich dann wieder noch mal ein bisschen schwieriger, wenn die an die ECMO kommen, wenn die externe Fixateure haben, im Oberschenkel, aber auch im Becken etc. Aber auch solche Patienten tatsächlich kann man auf den Bauch legen. Hier muss man sich nur gut überlegen, in welche Richtung man sie dreht. Es ist nicht hilfreich, sie über die Fixateure zu drehen, sondern hier in die andere Richtung. Beim Beckenfixateur müsste man sich tatsächlich überlegen, wie kann man den gut abpolstern. Da muss man Rücksprache mit dem Unfallchirurgen halten, inwiefern das tatsächlich möglich ist, wie stabil das Becken ist mit dem Fixateur. Aber auch solche Patienten können tatsächlich auf den Bauch gelegt werden. Was wir tatsächlich in den letzten Jahren deutlich mehr sehen, sind diese adipösen Patienten, während Covid auch an der ECMO. Aber auch diese Patienten müssen tatsächlich gelagert werden. Da wir hier so ein bisschen an unsere Grenzen kommen, haben auch hier wir uns etwas überlegt. Und das sind Patienten, die wir mit einem Patientenlifter in Bauchlage anheben, um dann ganz in Ruhe diese Kissen zu positionieren. Warum machen wir das tatsächlich so? Wir wollen, dass unsere Patienten in Bauchlage immer, dass der Bauch frei hängt. Aus dem einfachen Grunde, weil wir auch in Bauchlage bei dem Patienten eine Spontanatmung haben wollen. Und das ist tatsächlich für den Patienten oder das ist eher möglich, wenn der Bauch frei hängt. Daher eben halt immer solche großen Kissen oder die wir thorakal und über das Becken legen. Das machen wir weiter. Auch da sind wir in den letzten Jahren zusehends übergegangen. Ich habe Ihnen mal die Daten, hier Daten mitgebracht von Mobilisationspatienten an der ECMO. Hier hat man 107 Patienten sich angeschaut. 61 davon waren an der ECMO und erhielten insgesamt 82 Konsultationen durch ein Physiotherapie-Team. Was Sie unten in den Abbildungen sehen, ist, umso wacher diese Patienten wurden, umso mehr oder umso einfacher wurde auch tatsächlich die
Mobilisation dieser Patienten und umso mehr haben diese Patienten dann mitgeholfen. Also bei SARS-1 irgendwie gab es einfach nur passive Mobilisation und wenn die Patienten richtig wach waren, sind die auch über den Stand oder über die Bettkante oder vielleicht auch der ein oder andere selbstständig in den Stuhl mobilisiert worden. In dieser Arbeit verwendete Kanülen, hier die Avalon-Kanüle, aber auch Jugular-Femoral-Kanülen oder ein Mix aus mehreren und danach tatsächlich irgendwie die Anzahl der Mobilisation oder was mobilisiert worden ist, richtete sich da so ein bisschen nach den Kanülen. Wie Sie sehen, die Patienten standen vor dem Bett am häufigsten, wenn sie eine Avalon-Kanüle hatten. Wie sieht das bei uns tatsächlich aus? Auch wir haben mal die Daten von uns erhoben für den Zeitraum 2016 bis 2022. Insgesamt 104 ECMO-Patienten, deutlich mehr männliche Patienten im Alter zwischen 53 Jahren, auf unterschiedlichste Art und Weise kanuliert, ursprünglich mit, wie gesagt, femoral-jugulär. Diese Patienten haben wir insgesamt 657 Mal rausgesetzt. Wenn diese Patienten noch eine zusätzliche dritte Kanüle bekommen haben, also sprich eine zweite Hergabe, wurden sie auch weiter mobilisiert. Wenn sie nur femoral, auch diese Patienten haben wir rigoros spätestens 24 bis 48 Stunden nach Kanülierung rausgesetzt. Die Avalon-Kanüle, die bei uns relativ selten zum Einsatz kommen, auch diese Patienten werden von uns regelhaft mobilisiert. Dauer der ECMO bei uns über diesen Zeitraum von diesen Patienten im Schnitt 19 Tage, das ist relativ lang, liegt aber hier in dem Fall tatsächlich daran, dass ein großer Anteil dieser ECMO-Patienten Covid-Patienten waren. Und wie Sie sehen, die passive Mobilisation einfach in den Stuhl raus, geht noch am einfachsten tatsächlich. Der Einsatz vom Stehbrett beim wachen Patienten ist natürlich schon deutlich aufwendiger. Die Pflegekraft muss beim Patienten bleiben. Das ist für viele Patienten angsteinflößend, weil sie erstmal wenig Kontrolle über ihre Funktion, ihre Körperfunktion haben und auf einmal tatsächlich wieder stehen im Stehbrett. Wenn sie über die Bettkante gehen, auch da ist der Aufwand, den wir betreiben, für diese Patienten deutlich höher. Wir brauchen hier mehr Mitarbeiter, die sich mit ans Bett stellen, die dem Patienten Sicherheit geben, um ihn tatsächlich an die Bettkante zu mobilisieren. Oder wenn es dann im nächsten Schritt weitergehen soll, dass der Patient aufstehen soll und mit seiner ECMO das immer in eigentlich Unterstützung von unserem Physiotherapie-Team. Was mitbedacht werden muss, auch diese Patienten sind natürlich nicht gefeit davor, ein Delir zu bekommen im Rahmen ihres Aufwachversuches. Und hier ist natürlich besondere Vorsicht geboten, wenn diese Patienten delirant wären, draußen sitzen. Auch da versuchen wir nach Möglichkeit dann eine Anwesenheitspflicht unserer Kollegen zu organisieren, sodass es hier nicht zum Verlust von Kanülen kommt. Und dann ist es tatsächlich etwas, was relativ gut funktioniert bei diesen Patienten, dass man sie raussetzt. Zu beachten ist natürlich immer, die meisten dieser Patienten haben auch ein Nierenversagen, sodass noch zusätzliche Gerätschaften mit ans Bett kommen. Aber wir genauso diese Kanülen oder vielmehr die Scheidenkatheter ebenfalls mit sichern müssen. Aber es ist tatsächlich möglich, bei diesen Patienten eine Mobilisation durchzuführen. Man kann auch tatsächlich mit solchen Patienten nach draußen fahren. Das machen diese neuen kleinen Maschinen möglich. Hier mal eine Patientin, die wir einfach mal über unsere Station gefahren haben, um ihr das zu zeigen, wo sie sich eigentlich befindet. Oder einen Patienten, mit dem wir mal vor die Tür gefahren ist, nachdem er 30 Tage bei uns lag, einfach einmal an die frische Luft. Das setzt aber wieder voraus, irgendwie, dass sie ein extrem gut geschultes Team haben, dass sie immer anwesend haben, Leute, die auch bei Komplikationen jederzeit irgendwie eine Kanüle legen können, die eine Maschine aufbauen können. Ansonsten wären solche Sachen tatsächlich nicht möglich. Das setzt wiederum voraus, dass sie eine bestimmte Anzahl an Maschinen pro Jahr machen, um hier wirklich ausreichend Erfahrung zu sammeln. Jetzt haben wir gezeigt, was alles möglich ist, Mobilisation, sogar ein Ausflug nach draußen. Jetzt müssen wir doch wieder zu den negativen Punkten kommen, warum das natürlich in einem Zentrum gemacht werden soll. Das sind die Komplikationen.
an sich erstmal die Grunderkrankung. Ich habe meinen Patienten an die ECMO angeschlossen und es kann natürlich, meine Sepsis kann, sage ich mal, zu neuen Organfunktionsstörungen kommen und die kann sich weiter aggravieren. Dann bei der Anlage bin ich vorhin schon drauf eingegangen, da kann viel passieren. Unter anderem ne, diese ganz schlimmen Komplikationen, wirklich dass, der Einriss ne, oder die Perforation der Cava. Dann natürlich zu den Devices. Ja, Sie sehen hier einige Komplikationen, die auftreten können. Links oben, das ist hier ein Riesenklott, ja, den Sie an der Pumpe sehen. Das konnten wir erst nach dem Wechsel dann so sehen. Unten sieht man einen kleinen Klott an so einer Bifurkationsstelle, wenn ein Patient zwei Kanülen unten in den Femoralvenen hat. In der Mitte sehen Sie einen Oxygenator, der einen wirklich großen Klott hier bei 3 Uhr hat. Eine Blutung kann immer passieren, ja, dass das ein Riesenblutbad sein kann da oben, ja, zum Beispiel auch bei der Anlage oder nachher noch zu Komplikationen. Unten sehen Sie mal ganz extrem so einen Kanülenbruch. Ja, sehr wahrscheinlich ist das dadurch entstanden, dass die sehr doll festgemacht wurde, weil natürlich diese Kanülen, das ist das absolut Schlimmste, wenn die einmal rausrutschen. Deswegen muss man die gut fixieren, aber man sieht, wenn die Kanüle, das ist dann nach dem Zug, noch weiter zugezogen wäre, sich noch schlimmer verbogen hätte, richtig durchgerissen wäre, wäre der Patient daran verstorben, weil er verblutet wäre. Unten ganz wichtig auch bei immer der Lagerung darauf gucken, dass die Kanülen gut unterpolstert sind, dass es nicht zu Lagerungsschäden kommt, zu Druckstellen, zu Drucknekrosen. Und natürlich kann das Ganze auch zu Infektionen kommen, ja, dass an den Kanülen das mazeriert und dann darüber das Eintrittsstellen sein können und dann zu einer Bakteriämie kommt. Und so einfach kann man nicht, man kann das System wechseln, aber die Kanülen kann man nicht so einfach wechseln. Hier noch weitere Komplikationen. Natürlich kann es an der venovenösen ECMO auch zu einer Komplikation kommen, sodass der Patient reanimationspflichtig wird. Dass es noch anders einblutet, ob das mit der Kanüle zusammenhängt oder nicht ins Bein, ja, oder in den Arm hier, dass teilweise man Compartment gespalten werden muss. Oder es ist ein Traumapatient, der generell noch weiter blutet, weil er natürlich seine anderen Verletzungen neben der Lunge auch noch hat. Und da sieht man hier rechts auf dem Bild, wie wichtig die Lagerung ist. Nicht nur sakrale Dekubiti sind relativ häufig, deswegen die Mobilisation im Bauch raussetzen, links, rechts, sondern hier auch am Fuß natürlich. Je höher die Katecholamine sind, was bei Covid-Patienten gar nicht so häufig ist. Ja, aber das ist ja nicht das Hauptthema, sondern hier auch muss man gut gucken, damit im schlimmsten Fall diese Patienten nicht irgendwann vor Fuß amputiert werden müssen, was wir leider bei einigen Patienten auch schon gesehen haben. Das ist eine der schlimmsten Komplikationen, die Sie hier sehen. Da ist die Rückgabekanüle beim Minimalmobilisieren einfach, man muss es sagen, rausgerutscht, rausgeflogen. Es hat ein riesen Blutbad gegeben. Deswegen kontrollieren wir auch wirklich einmal täglich diese Kanülen im Vier-Augen-Prinzip durch die Pflegekraft, durch den Arzt, damit sowas nicht passiert. Dieser Patient hat nur überlegt, weil das unter der Woche vormittags war und alle Kollegen, die sich gut auskannten, vor Ort waren. Man direkt schnell eine neue Kanüle legen konnte, ein neues System. Ansonsten muss man wirklich sagen, wenn das am Wochenende nachts um 3 passiert wäre, will ich nicht wissen, wie es dem Patienten jetzt gehen würde. Was sind noch für Komplikationen? Sie sehen hier ein Bild einer großen intrakraniellen Blutung. Das passiert oder dieses Risiko gibt es bei Patienten unter der ECMO-Therapie einerseits durch die Antikoagulation, dass man das Blut verdünnen muss, damit es nicht zu diesem Klotz kommt oder das Risiko minimiert wird, dass es zu diesem Klotz kommt. Andererseits ist es auch so, dass wir wissen, dass wenn das Blut aus dem Körper rausgeholt wird, über diese Fremdmembranen läuft, auch eine Gerinnungskaskade angeregt wird und die häufig zu Blutungen kommt, wo die ganze Pathophysiologie bis ins Detail noch gar nicht verstanden ist. Und dann kommen die Covid-Patienten hinzu, die wir nach wie vor immer natürlich erwähnen müssen. Man sieht hier einige Daten von 204 Patienten. 48 Covid-Patienten, 156 andere Ursachen, aber intrakranielle Blutungen bei den Covid-Patienten 35% zu knapp 17% bei den Nicht-Covid-Patienten. Da kommt einfach dieser Mechanismus des Virus noch dazu, wo man auch noch nicht ganz versteht, was macht das eigentlich an den Gefäßen, was macht das mit der Gerinnung. Und deswegen kommen leider, haben wir einige solcher CT-Bilder sehen müssen und deswegen auch dann die Therapie beenden mussten mit der ECMO. Hier haben wir Ihnen noch Komplikationen mitgebracht laut dem ELSO-Register.
venovenöse ECMO, worum es ja jetzt aktuell geht, gegenüber der venoarteriellen ECMO. Und man sieht, das sind die gleichen Komplikationen, die wir Ihnen gerade mit Bildern gezeigt haben. Kanülenassoziierte Probleme, Fehlfunktion des Oxygenators, ganz zum Schluss noch die Krampfanfälle, was aber eher bei der VA-ECMO im Vordergrund steht. Jetzt haben wir schon ganz viel gezeigt, was man machen kann, worum es geht. Das Wichtigste ist ja, ich möchte meinen Patienten in die Reha bekommen und möchte ihn wieder von der ECMO entwöhnen. Da kann ich Ihnen nur sagen, gibt es leider sehr, sehr wenig Daten. Das ist sehr zentrums-, sehr patientenspezifisch, ob das und wie das funktioniert, wie lange das dauert. Der Gasaustausch muss sich verbessern, vor allem die Compliance der Lunge muss wieder besser werden. Aus der Erfahrung weiß man, je eher die Patienten das nachher für die CO2-Elimination brauchen, desto länger brauchen sie zum Großteil die ECMO. Nach wie vor muss man natürlich die lungenprotektive Beatmung beibehalten und dann werden Blut- und Gasfluss sukzessive immer weiter reduziert. Bei der venovenösen ECMO, Blutfluss bei uns ist die Untergrenze 2 Liter und darunter machen wir es nicht, dann kommt es zu mehr Hämolysen, nachher auch zu Klotz. Und dann kann man bei der venovenösen ECMO den Auslassversuch des Gasflusses über mehrere Stunden oder Tage machen. Bei der VA-ECMO, nur ganz kurz ist das wichtig, muss immer ein Gasfluss von mindestens einem Liter da sein, damit mein Patient mit Sauerstoff versorgt ist. Bei uns ist so der Standard, wenn alles gut läuft, sagen wir 24 Stunden sollte der Gasfluss an der Maschine aus sein. Der Patient sollte darunter eine gute Atemmechanik haben, einen guten Gasaustausch. Dann können wir die ECMO entfernen und rausziehen. Wenn man sich die Sterblichkeit anguckt für diese ECMO-Patienten, hier mal aufgelistet Daten aus den USA, die das so ein bisschen unterschieden haben mit Alter, sehen Sie tatsächlich, dass umso älter die Patienten sind, die an die ECMO kommen, auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese Patienten diese Therapieform nicht überleben werden. Immerhin bei 65 plus 73,7%. Ja, bei 51 bis 64 sind es immerhin noch die Hälfte, 53,2%. Das sind dann mal Daten aus Deutschland, wo wir ja relativ schlechte Ergebnisse haben, was ja in den letzten Monaten schon mehrfach irgendwie kommuniziert worden ist, dass bei uns alle Patienten, die größer 69 Jahre alt sind, oder ein großer Anteil dieser Patienten verstorben ist, aber eben halt auch viele der Patienten, die zwischen 61 und 69 Jahre waren und an die ECMO angeschlossen worden sind, verstorben sind. Woran das jetzt tatsächlich im Einzelnen liegt, warum es für Deutschland im Moment so schlecht läuft, lässt sich nicht ganz klar sagen. Man geht so ein bisschen davon aus, irgendwie, dass Patienten vielleicht zu zeitig angeschlossen oder zu spät angeschlossen worden sind, dass zu viele ältere Patienten angeschlossen worden sind, was vielleicht in anderen Ländern so nicht üblich ist. Deswegen, aber da ist tatsächlich immer noch die große Frage irgendwie und danach geht man noch immer noch auf Ursachensuche für diese schlechten ECMO-Ergebnisse in den letzten Jahren in Deutschland. Wenn man sich dann aber mal anschaut, und das ist das, was wir auch sehen bei diesen Patienten, woran sterben die denn nun tatsächlich? Weil an der ECMO selber, oder sie sterben an der ECMO, aber die ECMO selber ist zu dem Zeitpunkt ja nicht der Grund ihres Versterbens, sondern diese Patienten kriegen im Verlauf sehr häufig ein Multiorganversagen, kriegen einen septischen Schock, also zusätzlich einen neuen. Sie haben interkranielle Blutungen, sie haben hämorrhagischen Schock, sie können kardiovaskuläre Schocksituationen erleben, sie können Embolien bekommen, etc. Also das sind die häufigsten Gründe, warum diese Patienten versterben. Und zwar egal, ob nun Covid oder nicht Covid. Das ist tatsächlich das Ergebnis. Und da lässt sich natürlich die Frage so ein bisschen stellen, ob es nicht wirklich sinnhaft ist, hier eine Altersbeschränkung reinzubringen, so wie Frau Keller am Anfang schon mal sagte, mit 65. Wie gut überstehen tatsächlich unsere älteren Patienten solch eine Therapie und nachfolgende Komplikationen, die eventuell eintreten können. Aber das ist tatsächlich eine ganz große Frage, die wir uns im Moment stellen, ob das Alter wirklich ein Kriterium sein sollte. Und somit kommen wir zur Take-Home-Message. Was wollten wir Ihnen jetzt heute rüberbringen? Zum Ersten die Indikationen. Da habe ich am Anfang relativ viel
drüber gesagt und Sie haben auch gemerkt, es bleibt nach wie vor schwierig. Es gibt keine ganz klaren Indikationen, wo man sagen kann, so 1, 2, 3, dieser Patient wird angeschlossen. Es bleibt eine individuelle Entscheidung. Alter, eben gerade nochmal gehört, und Begleiterkrankungen sind zu berücksichtigen. Das muss man im Hinterkopf behalten. Die Erfahrung des medizinischen Personals, deswegen das ADS-Zentrum, wo wir am Anfang, dass wir so oft erwähnt haben, wo wir genau erklärt haben, was benötigt ist, alles an Equipment, an Personal, dass so ein Zentrum existiert, dass es sich so nennen darf und dort die ECMOs angeschlossen werden sollten oder dieses Team quasi rausfährt, rausfliegt und Patienten abholt und anschließt. Und dementsprechend natürlich auch die ganze ECMO-Ausrüstung muss man natürlich da haben, sonst kann man es nicht machen und muss sich damit auskennen. Es bleibt nach wie vor so, dass der Überlebensvorteil durch die Anwendung von der venovenösen ECMO beim schweren ADS des Erwachsenen nicht eindeutig belegt ist. Da müssen wir Sie leider enttäuschen. Es ist nicht wirklich das Allheilmittel, an die ECMO anschließen und dann ist gut. Wichtig ist uns aber, dass frühzeitig, gerade wenn Sie aus kleineren Krankenhäusern kommen und Sie stellen fest, der Patient hat ein ADS, vor allen Dingen ein schweres ADS, dass Sie frühzeitig Kontakt zu einem ADS-ECMO-Zentrum aufnehmen. Unsere Hotline haben wir hier nochmal aufgeschrieben, ne, ist in Leipzig, die 97-10-702, wo Sie gerne anrufen können. Da ist immer ein erfahrener Intensivmediziner, Oberarzt, Oberärztin am Telefon, die Ihnen Fragen beantworten können, teilweise auch einfach Sie beraten. Das geht gar nicht darum, dass wir dann auf jeden Fall losfahren, losfliegen und den Patienten abholen, sondern manchmal sind es ja Kleinigkeiten, die Patienten helfen können. Wir haben es einige Male schon erwähnt und das ist auch einer der Gründe, warum wir heute zu zweit sitzen, warum Frau Köppen hier nicht alleine sitzt oder ich, sondern das Ganze ist eine Zusammenarbeit von Pflege, Ärzteschaft, Physiotherapie, von allen drumherum, die wir erwähnt haben. Es ist ein Team. Wir haben ja ganz kurz was mitgebracht gehabt. Das war quasi, dass man sich vorstellt, dass man zusammenarbeitet. Und wenn dann das Ganze funktioniert, dann sieht man hier, die zwei Damen kennen Sie, dann kann man bei schönem Halbsonnenuntergang losfliegen und einen Patienten abholen. Hier sind wir mitten in der Nacht zumindest erfolgreich mit unserem Patienten zurückgekommen. Und das war auch nur möglich, weil wir zu zweit unterwegs waren und einer alleine hätte das nicht geschafft. Zum Abschluss haben wir Ihnen tatsächlich nochmal gebracht. Zu dem Patienten muss man sagen, der war 120 Tage an der ECMO. Das ist schon etwas, über was man diskutieren muss, wie sinnhaft das ist. Der Patient ist mittlerweile wieder zu Hause. Wir haben ihm seinen Wunsch erfüllt. Er wollte nach Hause zu seiner Familie. Also auch das geht tatsächlich, aber das sind immer mal Einzelfälle, die wir hier so erleben. Das Ganze auch mit diesem Patienten, der auch sehr lange, fast 30 Tage an der ECMO war, den wir am Ende erfolgreich entwöhnen konnten, der mittlerweile wieder zu Hause ist und wieder sein Leben tatsächlich lebt und auch bis heute uns immer wieder ausrichten lässt, dass er sehr froh darüber ist. Wir danken Ihnen auf jeden Fall erstmal für Ihre Aufmerksamkeit, für die, die durchgehalten haben, trotz des Überziehens und würden nichtsdestotrotz auch noch für Fragen zur Verfügung stehen, wenn es denn welche gibt. Ja, schönen Dank erstmal Silvia und euch beiden natürlich für diesen fantastischen Vortrag. Das war hochinteressant, super spannend, auch mit sehr eindrucksvollen Bildern, auch wenn das alles bei mir immer ein bisschen zeitverzögert ankam. Jetzt kommen die letzten Bilder, kommen jetzt erst noch bei mir an. Deswegen dauert es noch. Jetzt habe ich die letzte Folie auch bekommen. Ist ein bisschen seltsam, aber Internet ist ja immer wieder gut für Herausforderungen. Es gibt ein paar Fragen, die hatte ich euch auch weitergeleitet. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Das eine war von der Frau Hünniger. Sie können jetzt aber auch versuchen, das selber nochmal zu sagen. Sie können sich freischalten jetzt. Also ich kann Sie freischalten. Und dann können Sie die Frage selber nochmal stellen. Dasselbe gilt dann auch nochmal für den Herrn Köppen. Da gibt es auch einen Herrn Köppen. Ich weiß nicht, ob es eine Verwandtschaft gibt oder sowas. Wahrscheinlich nicht. Ich hatte auch noch eine Frage gestellt. Aber die Frau Hünniger. Richtig, Andreas. Bitte? Nee. Wir sehen die Fragen nicht wirklich gut. Wir sehen nur sehr abgehackt. Dann lesen Sie mir kurz vor. Obwohl die Frau Hünniger hat sich jetzt, glaube ich, angeschaltet, oder? Okay, ich weiß gar nicht, ob es geht gerade. Hallo, hören Sie mich? Ja, wir hören Sie. Ah,
perfekt. Hallo, genau. Ich bin Physiotherapeutin und wie gesagt, mich hat einfach nochmal die Mobilisation interessiert. Sie sind da zwar super drauf eingegangen, fand ich schön, dass die Physiotherapie da nicht außen vor gelassen wurde. Gibt es jetzt wirklich nochmal einen Unterschied zwischen der VA-ECMO und VV-ECMO, was man bei der Mobilisation beachten sollte oder ob es wirklich Sachen gibt, wo man sagt, also was Sie vorhin auch schön gezeigt haben, dass der Patient selbstständig zum Beispiel aufsteht. Da waren wir immer ein bisschen vorsichtig, fand ich super. Oder gibt es jetzt wirklich nochmal Kontraindikationen, wo Sie sagen, da komplett die Finger? Das hätte mich jetzt einfach nochmal interessiert. Also wir würden persönlich jetzt erstmal keine Patienten mit der VA-ECMO unbedingt an die Bettkante setzen dergleichen, weil hier das Grundproblem ja doch ein etwas anderes ist und die Komplikationsraten ja nochmal ein bisschen anders sind. Wir sind tatsächlich Zentrum venovenös, haben zwar in Einzelfällen auch VA-ECMOs schon gemacht, aber das waren tatsächlich Patienten, die nur sehr kurz an der ECMO waren, die wir schnell abschließen konnten oder zu den Kardiochirurgen verlegt haben, weil sie in irgendeiner Art und Weise operativ noch versorgt werden mussten, sodass da unsere Erfahrung wirklich minimal ist, extrem minimal. Okay, alles gut. Das hat mich noch mal interessiert. Aber Sie machen es natürlich dann auch einfach von der Basis, wie es den Patienten auch mit der Grunderkrankung an sich auch genau. Logisch. Ist auch am Ende ist es immer wieder eine Entscheidung auch der Patienten. Wenn die so wach sind, haben Patienten natürlich auch ein bisschen ihren eigenen Kopf. Deswegen, also das darf man, glaube ich, nicht ganz verkennen irgendwie. Die sagen einfach schon, ob ihnen das passt, was wir da gerade vorhaben. Das absolut, genau. Nee, das war jetzt einfach nur nochmal mein Gedanke dabei. Cool, super, vielen, vielen Dank. Es ist ja auch nicht ungefährlich, die Mobilisation, ne, an der ECMO. Und wie Frau Köppen gesagt hat, bei den Venovenösen, was unser Hauptfachgebiet ist, ist es vor allen Dingen auch so wichtig, wir wollen die ja wieder entwöhnen von der ECMO und die brauchen ihre Muskelkraft, die muss man damit trainieren auch, damit sie irgendwann wieder von alleine gut atmen können. Genau, deshalb, also das mit dem Motomet, das praktizieren wir auch so und wir versuchen dann natürlich, wie Sie aber schon gesagt haben, je nachdem natürlich individuell, wie der Patient da drauf ist und wie er das möchte, das mitzumachen. Nur was ich persönlich super fand, dass halt, wie gesagt, die eigene Mobilisation den Patienten an die Bettkante, das kannte ich jetzt, gut, ich bin noch nicht so lange dabei, kannte ich jetzt so nicht. Wir haben es dann über das Rutschbrett dann immer gemacht und in den Reglerstuhl mobilisiert. Aber das fand ich zum Beispiel super interessant. Das war schon mal, aber ich dachte, Sie haben jetzt einfach nochmal so eine, klar, es sind natürlich zwei verschiedene Grunderkrankungen, wo man sagt, keine Ahnung, das machen wir da und das da auf gar keinen Fall. Aber das war schon super. Vielen Dank. Ja, danke für die Frage erstmal. Dann haben wir noch den Herrn Köppen. Sind Sie noch da, Herr Köppen? Dann könnten Sie auch Ihre Frage stellen. Ja, ich bin noch da. Ich war 16 Jahre im Deutschen Herzzentrum tätig, bin aber jetzt bereits in Pension. Trotzdem bin ich fachlich immer noch interessiert. Meine Frage war, bei der Bauchlagerung kenne ich, dass die Augen doch gefährdet sind. Und da ist jetzt bei der ganzen Lagerung darauf eingegangen worden. Mich würde es interessieren, ob Sie da ein spezifisches Teil haben, um die Augen zu schützen. Ich habe die Bilder gesehen, dass da auf der Stirn aufgelagert wurde, aber man konnte nicht erkennen, wie jetzt die Augen freigehalten werden, die Nase und vor allen Dingen auch der Mund. Ja, also war jetzt ja nicht Thema die Bauchlagerung an sich, aber wir haben tatsächlich Kopfschalen, wo die Augen ausgespart sind, wo der Tubus reingelagert werden kann. Hier auf dem Bild, was ich weiß nicht, sehen Sie es gerade? Ja. Nochmal zu sehen, das sind so eine Schaumstoffkissen. Wir haben uns da auch durch das Riesensortiment irgendwie an Lagerungskissen gearbeitet, eher wir die gefunden haben, die tatsächlich für uns passend sind. Hier ist tatsächlich die Augen ausgeschnitten und der Mund kann und die Nase kann frei liegen. An der Seite hat dieses Kissen so ein paar Schlitze, wo man den Tubus und die Magensonde mit durchfädelt, sodass die Patienten da nirgendwo zum Aufliegen kommen. Und das ist, wie gesagt, ein relativ weiches Kissen, sodass wir am Ende gerade im Gesicht eigentlich tendenziell weniger Probleme haben. Die Augen selber versorgen wir noch mit einem feuchten
Augenauflagen, die wir uns über die Apotheke besorgt haben, die werden zusätzlich dann noch mit Kompressen oder mit Tegaderm geschützt, sodass wir, wenn wir 16 Stunden Bauchlagerung machen, sicherstellen können, dass die Augen der Patienten natürlich feucht bleiben. Aber auch einer der Gründe, warum wir sehr ungern auf Antidekubitus-Matratzen, also auf elektronischen Patienten lagern, weil wir da viel zu viel Zirkulation und Wärme haben, was häufig dazu führt, dass die Augen der Patienten austrocknen. Ja, vielen Dank für die Auskunft. Auch vielen Dank für den gesamten Vortrag. Sehr schön und ja, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Dankeschön. Ja, danke auch nochmal für die Frage. Und dann haben wir noch eine Frage von dem Herrn Jens Stüdemann, heißt es, glaube ich. Ich schalte Sie jetzt auch nochmal frei und dann können Sie Ihre Frage stellen. Herr Stüdemann, sind Sie da? Hallo? Okay. Kann auch sein, dass das mit dem Freischalten nicht klappt. Dann lese ich es kurz vor. Also die Frage lautet, was können Sie pro Patient für eine ECMO abrechnen? Pauschale Ertrag pro Patiententag. Ist ja immer so die Frage, Geschäftsmodell, vielleicht mit einem Grund, warum wir so oft anschließen. Könnte man ja ketzerisch anmerken. Ja, also ohne, dass ich jetzt tatsächlich extrem also Zahlen nennen kann, muss man einfach dazu sagen, irgendwie das, was wir reinpulvern in diese Patienten, das verdient man. Das ist kein positives Geschäft. Die Systeme sind teuer, die Maschinen in der Anschaffung, das, was die Patienten zwischendurch brauchen, die Kanülen etc. Von der Seite her kann man mit der ECMO an sich kein Geld verdienen. Das ist einfach so. Also das ist ein Irrglaube zu sagen, irgendwie wir schließen an und jeder kann damit irgendwie viel abrechnen. Das funktioniert so nicht, das Prinzip. Hätte ja die Hoffnung sein können. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass die Zahlen in Deutschland anders sind, weil sehr, sehr viele Nichtzentren sich auch in dem Verfahren üben möchten. Aber wer weiß, das kann man also nicht beweisen. Wie gesagt, die Systeme kosten schon extrem viel und das ist nichts, was man am Ende rausbekommt wieder. Ja, dann ist hier noch eine Frage von einer Frau Wallner. Ich weiß nicht, Frau Wallner, wollen Sie selber fragen? Dann könnten Sie das jetzt. Hallo? Ja. Hallo? Verstehen Sie mich? Okay. Ich wollte fragen, von welcher Firma die Kisten für die Bauchlage sind, wo die Augen ausgespart sind. Wir haben auch so Schalenkisten von Ligasano, wo man dann was überreißen kann. Nur wir haben trotzdem immer wieder dann Druckstellen. Jetzt wollte ich fragen, von welcher Firma Sie die Kisten haben. Was meinen Sie, die Kopfschalen? Also wir haben von Ligasano gibt es so Produkte, genau die blauen Kisten, wo Sie da auf der Folie haben. Also wir die thorakalen und abdominellen Kissen, die basteln wir tatsächlich selber aus Decken. Aha, und die für den Kopf? Die für den Kopf haben wir von Firma Tapemade. Okay, danke. Gut, also das waren jetzt soweit erstmal die Fragen von allen, die bis jetzt noch durchgehalten haben. Das sind ja trotzdem noch ganz, ganz viele. Ich habe trotzdem auch noch mal eine Frage. Ich meine, mich würde ja schon mal interessieren, ihr habt das vorhin mit der ethischen Entscheidungsfindung so ein bisschen erzählt. Das finde ich ja eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil man sich da, glaube ich, schwer tut. Einerseits trauen wir uns nicht wirklich zu sagen, beim Alter hört es jetzt auf, nicht? Und habt ihr da irgendwie so ein strukturiertes Vorgehen für eure Mannschaft, dass wir dann auch den Fall diskutiert vorher? Oft hat man ja wahrscheinlich nicht die Zeit, dass man jetzt sagt, wir können da in 14 Tagen mal drüber reden. Aber gibt es da irgendwie ein Verfahren, dass euch das dann von eurem, ja, wie soll man sagen, Gewissen, eurer professionellen Haltung erleichtert, auch andere Patienten, wo man vielleicht so initial erstmal sagen würde, okay, das lassen wir lieber, dann doch anzuschließen oder auch nicht anzuschließen? Also wir haben keinen Algorithmus, nachdem wir sagen, so den abarbeiten wir und dann sagen wir Anschluss ja oder nein. Was ist Patienten, die wir aufnehmen? Natürlich ist es so, dass wir da eine gute Anamnese machen und schon mal vorweg schauen, generell wären die was für den Anschluss oder nicht, wenn die sich verschlechtern. Da geht es eher um die Kontraindikation, wo man dann ganz klar sagt, okay, der hat zum Beispiel ein metastasiertes Karzinom oder der hat Heimsauerstoff, ne, wo ganz klar ist, okay, die schließen wir nicht an. Wenn die Patienten sich dann so akut verschlechtern, dann besprechen wir im Team, ob wir diese Patienten anschließen oder nicht. Egal, um welche Uhrzeit es ist, das entscheidet kein Arzt alleine,
Das wird auch quasi mit der Pflegekraft am Bett, mit den Ärzten, mit den Assistenten, mit den Fachärzten zusammen entschieden. Und natürlich letztendlich ist es dann leitender Oberarzt zusammen mit den diensthabenden Oberärzten, ob man Patienten anschließt oder nicht. Und dann, ich hatte es erwähnt, wird auf jeden Fall, werden die Angehörigen auch informiert, ob der Patient das wollen würde, weil man muss ganz klar sagen, das hoffe ich, haben wir auch gezeigt, das ist dann ein ganz langer Weg, den dieser Patient vor sich hat. Und da müssen Angehörige und vor allem der Patient natürlich dann nachher auch mitmachen. Und mit dem Alter, das ist diese ethische Frage, die auch seit langer Zeit im Raum steht. Und deswegen ist so wichtig, es geht nicht nur ums Alter, sondern es geht darum, wie geht es dem Patienten in diesem Alter? Wie fit ist der? Wir wissen alle, dass ein 50-jähriger Patient, der, sage ich mal, einfach so salopp gut gelebt hat, teilweise viel älter ist. Und jemand anders, der dann mit 65, 70 noch fit ist, sich vorher komplett alleine versorgt hat, dass man natürlich danach auch gehen muss. Also Vorerkrankung, natürlich Alter, aber wie hat der Patient vorher gelebt? Wo möchte ich wieder hinkommen mit meinem Patienten? Ja, das bleibt, glaube ich, auch immer noch ein spannendes Thema, ethische Entscheidungsfindung. Hier ist noch eine Frage von der Jacqueline Schmeier. Ich weiß nicht, sie könnte das auch, wollen Sie selber fragen, Frau Schmeier? Nö, nicht. Also die Frau Schmeier, sie fragt, wo ist es denn? Bestimmung des von Willebrand-Faktors zwecks Hämolyse bei ECMO-Therapie, ist die regelmäßige Bestimmung sinnvoll? Machen wir. Die erste Frage. Ja, wir nehmen als Hämolyse-Parameter LDH, ja, freies HB und Haptoglobin und COHB. Ja, das sind unsere Hämolyse-Parameter. Man muss allerdings sagen, das war auch die letzten Patienten, gerade bei den Covid-Patienten, die liefen extrem hoch teilweise die ECMOs mit extrem hoher Hämolyse. Da sind einem irgendwann dann auch die Hände gebunden. Ne? Aber der von Willebrand-Faktor, den bestimmen wir nicht. Ja? Ist ganz klar, das ist ein Thema aus schwierig von den Daten. Ne? Wie kommt es eigentlich zu dieser Hämolyse an der ECMO? Und da weiß man bis heute nicht ganz genau und wir bestimmen die nicht. Okay, und da würde die nächste Frage drauf aufbauen. Da geht es nämlich um die Hämolyse und wie dann die weitere ECMO-Therapie ausschaut, wenn dieses Hämolyse-Phänomen auftritt. Sehr gute Frage. Das ist auch das, was wir oft dann diskutieren. Jetzt sehen wir da COHB-Werte von 5, 6. Was machen wir jetzt eigentlich? Es wird so nach dem Motto immer schlimmer. Dann muss man abwägen. Ja, im Endeffekt, wenn die mit 7 Litern laufen, diese Maschinen, dann kommt es automatisch zur Hämolyse, sodass man nur versuchen kann, den Blutfluss zu reduzieren. Aber wenn die Patienten dadurch Hypoxem werden, muss man natürlich in Nutzen-Risiko-Abwägung schauen, was man macht. Da sind einem dann irgendwann auch die Hände gebunden. Man muss es kontrollieren, man muss es engmaschig sich angucken. Man muss natürlich gucken, läuft die Maschine noch gut? Muss ich die wechseln oder nicht? Und muss wirklich jeden Tag, ja, mehrfach pro Schicht gucken, kann ich meine ECMO-Therapie, kann ich sie schon ein Stück zurücknehmen, kann ich meinen Patienten schon entwöhnen von der ECMO. Aber es gibt nicht das Medikament oder das, was man machen kann, um diese Hämolyse zu verhindern. Das hängt allein mit der Maschine zusammen. Wenn ein Patient dann noch eine Dialyse hat, was wir ja auch gezeigt haben, dann das potenziert sich natürlich immer weiter. So, der Patient muss gesund werden. Ja, das ist das. Die Grunderkrankung muss behandelt werden. Der Patient muss gesund werden, damit ich meine Maschine entwöhnen kann und damit quasi die Ursache meiner Hämolyse beheben kann. Anders geht es leider nicht. Danke. Ich habe ja noch ganz viele Fragen eigentlich, aber das würde wahrscheinlich den Abend komplett sprengen und dann sind wir auch irgendwann in der Nacht. Deswegen will ich das ersparen. Aber eins interessiert mich trotzdem noch ganz, ganz dolle. Und zwar habt ihr vorhin ja angesprochen, dass es zunehmend adipöse Patienten werden, nicht? Und die natürlich auch auf den Bauch müssen. Habt ihr da so eine Grenze für euch, ab wann ihr sagt, das geht überhaupt nicht mehr, den auf den Bauch zu drehen? Oder habt ihr oder schneidet ihr dann Matratzen aus, sodass der Bauch da durchhängen kann? Oder wie stemmt ihr das? Ich meine, ihr habt ja scheinbar auch so eine Lifteranlage, wenn ich das jetzt hier bei diesem Patienten sehe, der damit unterstützt. Dieser, der hat ja bestimmt auch schon nach geschätzte 160, 180 Kilo, wobei ich nicht gut schätzen kann. Wir haben tatsächlich keine Grenzen. Ne?
Ich kann mich an keinen Fall aus den letzten 20 Jahren erinnern, wo wir tatsächlich gesagt haben, der wird nicht auf den Bauch gedreht. Es gibt so viele zahlreiche Möglichkeiten, wie man Patienten auf den Bauch drehen kann. Auch solche Patienten, die extrem adipös sind, dass es zumindest immer ein Versuch wert ist. Man kann von einem Bett ins andere rollen lassen, sie einfach auf die Kissen mit draufdrehen. Man kann es mit so einer Lifteranlage machen. Ich glaube, da ist der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Man muss sie eben halt nur dann auch ausleben. Ja, mit der Kreativität, das ist so eine Sache, ja. Aber ja. Kann ich also noch so abschließend, also ich habe ja vor über 20 Jahren mal angefangen in einem ganz kleinen Krankenhaus und da war das erste Mal eine so adipöse Patientin von 240 Kilo. Für die haben wir extra einen Kran einbauen lassen auf der Station und Betten aneinander geschraubt, damit man sie dann auf den Bauch drehen kann. Nicht? Also heute ist es allerdings ja fast Routine schon. Das ist ja echt erstaunlich, was sich da entwickelt in der Gesellschaft. Ja, aber ich finde schon, dass viele immer noch Angst haben, solche Leute auf den Bauch zu drehen. Und das wahrscheinlich auch echt eine Herausforderung darstellt, das glaube ich schon. Ist es auch. Ne? Wir haben ja auch durchaus Anfragen irgendwie, wo uns die Häuser sagen, sie können die Patienten oder sie möchten die Patienten gerne verlegen, weil sie tatsächlich nicht die Manpower haben, um Patienten auf den Bauch zu drehen. Das sind kleine Häuser in der Umgebung, von der Seite her, also wo nur einer oder zwei eben halt maximal vielleicht drei Leute mit dem Arzt irgendwie zusammen Dienst haben. Und da funktionieren solche Sachen natürlich gar nicht. Die kriegen die Patienten nicht gedreht, also nicht so ohne weiteres. Und von der Seite her, so eine Anfragen haben wir durchaus auch viele bekommen schon. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, danke schön. Mal ganz schnell gucken, ob noch eine Frage dazugekommen ist. Nee, aber jetzt ist es, glaube ich, auch schon echt spät. Trotzdem nochmal danke an euch. Das ist ein super Thema und ich glaube, wir könnten da noch lange, lange drüber reden, nicht noch sehr viel weiter drüber reden. Jetzt habt ihr eure Nummer noch hinterlassen. Das heißt, jeder im Land kann euch anrufen und dann kriegt ihr noch mal eine Information zumindest. Das habt ihr euch was eingebrockt. Da geht unser Oberarzt momentan. Genau. Ja, schön. Also sonst, wenn so keine Fragen sind, habe ich noch mal so einen kleinen Ausblick. Am 25. Mai haben wir unser nächstes Webinar zum Thema Delir von dem Herrn Hermes und dem Herrn Amberger. Auch wieder um 18 Uhr für anderthalb Stunden. Da freue ich mich natürlich, wenn sich wieder ganz viele anmelden und dabei sind, rege mitarbeiten. Und ganz zum Schluss, weil ich es verpennt habe, mich am Anfang selber mal vorzustellen. Also man sieht es ja, ich heiße Andreas Schäfer und bin der Sektionssprecher der InterDivi von der Sektion Pflegeforschung und Pflegequalität. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Wichtiger, es waren die Damen heute mit ihrem fantastischen Vortrag, die wir hoffentlich irgendwann mal wiedersehen. Das Thema ist ja noch lange nicht ausgereizt. Dann Dankeschön. Ach so, und ich denke, diese Präsentation kann man sich später auch noch angucken. Und vielleicht sind Sie zwei ja auch so nett und hinterlassen dann mal ein Handout. Ja, ich würde es mal. Wenn das möglich ist, wegen der Bilder und so. Genau, dass man sie auch tatsächlich verschicken kann. Alles klar. Dann schönen Dank erstmal. Schönen Abend noch. Ebenfalls. Genießt den Feierabend hoffentlich. Ja. Allen anderen danke fürs Zuhören, mitmachen. Ich hoffe, ihr habt viel dazu gelernt, konntet was mitnehmen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.